die Startlinie sind einfach die Zeiger auf Null und sind wie alle gleich. Und da spielt es keine Rolle, ob du 21 bist, 18 oder 35. 3, 2, 1, ja, das schätze ich auch sehr am Radsport, dass das möglich ist, dass du einfach schon in jungen Jahren kannst auf diesem Top-Level fahren und auch akzeptiert wirst. Und auch Chancen hast, zum Mitfahren. Mehr respektiert als jetzt früher, wo du in einem kleineren Team fahrst. Ich hatte schon immer recht Mühe gehabt, so mit Position zu fahren, eben so vorne am Feld und so mich bewegen. Und dann ist es auf einmal wirklich viel einfacher gegangen. Ich habe gemerkt, es drückt mich gar nicht mehr weg, es drängt mich nicht mehr ab. Und ja, es ist nicht mehr so einfach die kleine Noemi von einem kleinen Conti-Team, wo man einfach mal so wegdrücken kann, sondern ja, es wird einem Platz gelassen. Wenn die Leute ja, gesehen, Jumbo-Visma, World-Tour-Team, dann wirst du automatisch mehr respektiert im Peloton. Die Positionierung ist eigentlich wirklich das A und so, weil nur von vorne kannst du reagieren, wenn jemand attackiert. Du hast es im Überblick. Ja, du bist echt ziemlich sicher vor Stürzen. Und ja, auch Wind ist auch immer ein wichtiger Einfluss. Das heisst, wenn auf einmal der Seitenwind kommt, ja, dann, und es gibt eine Windstaffel und du bist zu weit hinten, dann kannst du einfach nichts machen. Du bist einfach hin und hast eigentlich keine Chance mehr zum Führen kommen. Auch wenn du physisch genauso schnell fährst und genauso stark bist wie die vorne. Aber ja, du bist einfach am Wind ausgesetzt und dann hast du keine Chance mehr. Das taktische, das Positionieren im Feld, Teamgefühl während dem Rennen, das trainierst du eigentlich nicht. Weil wir trainieren eigentlich alle alleine. Mit dem Team fahren und zum Beispiel ein Leadout fahren, das üben wir, wenn es geht, oft im Trainingslager, dass wir so ein paar Übungen machen. Ja, eben hintereinander fahren, ein Leadout fahren und gegeneinander sprinten. Aber sonst so das Positionsfahren, das kannst du eigentlich nicht üben, weil ja, du bist nie mit so einer grossen Gruppe eigentlich im Training unterwegs und wenn, dann ja, drückst du dann natürlich nicht ab. Und eben das ganze Taktische und auch das Positionieren im Fall, das lernst du eigentlich nur mit Erfahrung. Also das ist nur im Rennen, kannst du das eigentlich üben und lernen. Und ja, darum glaube ich, ist es enorm wichtig als junge Fahrerin, dass du einfach Zeit bekommst, auch vom Team zum Lernen und die Erfahrungen machen, weil es geht schon sehr, sehr viel über Erfahrung im Radsport. Only 17 seconds. Come on, Noemi, you will sprint for the points. Come on. Linda, Amber, Afke, try to help Noemi. Dass eine junge Fahrerin schon gerade in die World Tour reinsteht und dann Rennen gewinnt, ist sehr selten, weil eben, du musst so viel lernen. All five in the first 40. Really, really strong girls. Now you go down. In the next village you will take left and then at 52 the technical descent starts. Ich finde es aber noch spannend, weil zum Beispiel das Taktische kannst du es ein bisschen üben, wenn du Rennen schaust. Dann ja, siehst du, okay, was war jetzt denn ihre Taktik gewesen. Und das probiere ich auch immer. Also nicht einfach das Rennen zuschauen, damit ich es geschaut habe, sondern auch mir überlegen, okay, was haben jetzt die Teams sich überlegt, wenn sie das und das machen, wie hätte ich reagiert, was könnte man besser machen. Und auch nach dem Rennen, wenn wir das Rennen gefahren haben, eine gute Rennanalyse ist sehr wichtig, damit wir schnell weiterkommen und lernen. Puh, intensive hour. We're here with a really young team and the results really, they don't really matter. We're here to learn a lot, get new experiences, and they have to come in different situations, experience different race situations, so they can learn from it and reflect about it after the race as well. It's of course for Noemi to make her own decisions, trust in herself that she has the knowledge and really follow your instinct, and also for Noemi personally that she has to learn, I say it a lot of time, it's not a nice word, but I'll say it anyway, that she has to be a bitch on the bike. We are not here to make friends and she's a really nice girl, but on the bike in the race you have to put on your race face and game face and just go for it, and this is something that also here she can improve a lot. Go, 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 go!
ein Team-Meeting, wo wir besprechen, was unsere Taktik ist für den Tag. Aber eben, es ist klar, eigentlich geht das nie so auf wie geplant, weil jedes Team hat seine Taktik und es ist ja gar nicht möglich, dass jede Taktik oder jeder Plan von jedem Team aufgeht. Darum ist die Flexibilität enorm wichtig. Aber ich glaube, eben so den Plan haben als Team am Start gibt einem auch sehr viel Sicherheit. Und eben so eine gewisse Struktur hilft einem dann auch, zum die Flexibilität zu haben während dem Rennen, wenn etwas anders kommt wie geplant. Also du weißt dann, okay, das ist unser Plan, was mache ich jetzt in dieser Situation, dass unser Plan wieder funktioniert. Also du musst musst sehr flexibel sein und so ein das Gespür haben von, was mache ich. Und das ist auch finde ich sehr schwierig, weil du hast oft auch Angst, mache ich etwas falsch. Wenn jemand attackiert, dann entscheidest du dich, gehe ich mit oder gehe ich nicht. Aber dann musst du hinter dieser Entscheidung stehen und dann wird es hoffentlich auch gut kommen. Es ist einfach so unberechenbar und so die Ungewissheit, die macht einen auch sehr nervös. Aber ich vergleiche das dann immer so mit einem Tänzer, der einen riesen Tanz vor sich hat. Und der weiss, wenn der Tanz losgeht, kann er auch nicht genau sagen, was sein 130. Schritt ist, den er macht. Aber beim 129. ist er halt so im Flow, dass er echt weiss, was der nächste Schritt ist. Und ich vergleiche das auch immer mit dem Rennen, dass wenn es so weit ist, dann weisst du auch, was du machen musst. Und oft darfst du nicht zu weit vorausdenken, sondern einfach im Moment fahren und so das Beste machen im Hier und Jetzt. Und wenn es dann so weit ist, dass die Attacken nicht kommen, dann kannst du auch darauf vertrauen, dass du weißt, wie das du reagierst. Ja. Good job! Are you happy or disappointed? No, I actually felt better than I expected. The first climb was really good, huh? The first climb was really good. Really good. I didn't get the points, but it was super hard. And it gave me confidence. The second climb, I could also hang on. Yeah. And then, I lost uphill here. I was a bit dropped, and then I could get to the first. Yeah. Ein Top-Tag für unser Team. Wir sind wirklich von Anfang an zusammengefahren. Wir haben uns motiviert. Wir konnten ein paar Bergpunkte holen. Und nachher war Amber in der Spitzengruppe und wir haben sie voll supportet von hinten. Ein schönes Feeling war, einfach vor Heimpublikum fahren auf Schweizer Strassen. Hat auch viel Motivation gegeben. Und, wir haben jeden Tag gefightet und uns aktiv gezeigt. Und ich glaube, wir können stolz sein auf das, was wir bis jetzt erreicht haben. Puzzleteile zusammenstimmen, dass so das perfekte Resultat am Ende des Tages raus schaut. Und das finde ich wirklich schön, dass du musst ein starkes Team haben, du musst eine gute Taktik haben. Und jedes Team hat so seinen Plan und stellt einen Plan auf. Und am Ende des Tages geht wahrscheinlich gar kein Plan auf. Und dann ist es so, wer eigentlich am flexibelsten ist im Rennen, wer so das Gespür hat, auch von der Taktik her, wie man muss handeln im richtigen Zeitpunkt. Und es ist nicht immer der Stärkste, der am Schluss gewinnt, sondern eben eigentlich der Schleuste, der Stärkste mit dem besten Team, der einfach an diesem Tag mit den Umständen am besten zurechtgekommen ist.